Hallo, herzlich willkommen bei Stefan probiert. Heute habe ich hier was aus dem Hause Guinness, aber nicht in flüssiger Form, sondern in Zusammenarbeit mit Birds, was wohl ein Chipshersteller ist, Thick Cut Hand Cooked Potato Chips. Uha. Interessant, also ich bin schon sehr gespannt, wie die schmecken. Hier hinten steht einiges drauf, was die irgendwie können und warum der Geschmack so toll ist und was man alles dafür getan hat, um die besten Crisps, die besten Chips zu machen. Das erspare ich euch. Interessant ist von hier, das Versprechen hier, good stuff, no artificial flavorings, no artificial colorings and no added MSG. Was also MSG ist Glutamate, also keine Geschmacksverstärker. Aber in den Zutaten, ich lese euch mal die Zutaten vor. Achtung! Kenner der Lebensmittelszene werden sicherlich dann rausfinden, dass hier doch mit geschmacksverstärkenden Substanzen, aber halt kein Glutamaten gearbeitet wurde. Achtung! Das heißt nämlich hier Birds, handgemachte Kartoffelchips mit Guinness-Aroma. Zutaten: Kartoffeln, Sonnenblumenöl, Hefeextraktpulver. Da ist der Trick. Dann ist noch Zucker drin, auch natürlich geschmacksverstärkend. Buttermilchpulver, Reismehl, das hat mich überrascht, dass das drin ist. Fettarmes Kakaopulver, wofür man das braucht, vielleicht für die Farbe. Salz, natürliches Aroma, ist Gerste. Gerstenmalzextraktpulver, was auch nochmal geschmacksverstärkend werden kann. Und dann haben wir noch Sahnepulver, klar, ist auch immer gut. Und ist nicht für Veganer geeignet, steht dann auch noch. Ja, also es ist, man soll da immer ein bisschen aufpassen, natürlich, ja, juhu, nichts ist drin und dann ersetzen es doch oder machen ein paar Tricks, sehr, sehr schade. Trotzdem, alles scheint natürlich zu sein. Dann gucken wir jetzt mal, wie es denn schmeckt. Es riecht nach Kakao. Okay, das ist schon mal abgefahren. Ah, hier, es das ist jetzt die Frage, ob das jetzt hier vom Kakaopulver kommt oder vom Rösten. Das riecht jetzt schon gewürzig, aber krass. Ja, jetzt ist es wieder weg. Aber es war tatsächlich hier so ein bisschen Kakao, der da rauskam. Also dann, also die machen schon mal einen guten Eindruck. Ja? Also knusprig. Oh ja. Sehr schön. Geschmacklich. Da kommt ein bisschen das Bierige durch, aber also wenn ich das nicht wüsste, was es sein soll, also das Gute ist schon mal, es schmeckt nicht nach Kakao. Und das sind tatsächlich, das muss man sagen, super knusprige Chips, angenehme Dicke, angenehmes Mundgefühl. Der Geschmack. Naja. Ja, das geht schon. Es schmeckt fast erdig. Das hat was Bodenständiges. Also ich glaube schon, zu einem Bier kann das sehr gut passen. Also mein neuer Favorit wird es nicht, aber ja, es hat was. Ich muss ein paar von essen. Also so viel sie da drauf gekloppt haben, es hat sowas von pur. Obwohl es nicht pur ist. Und also hier jetzt auch an meinen Fingern klebt jetzt hier so ein Pülverchen. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Aber ja. Ja, ich glaube, ich kann mich dazu durchringen, zu sagen, probiert das mal. Es kann sein, dass man wahrscheinlich sagt, boah, das geht ja gar nicht. Und andere, glaube ich, das kann richtig Fans gewinnen. Also, ja, probiert es einfach aus. Ich glaube, das muss man selber mal probiert haben von dem Geschmack. Süßlich, erdig, doch angenehm. Ja, faszinierend. Also ich bin fasziniert. Und sowas habe ich noch nicht gegessen. Ich halte es nochmal hoch.
So sieht's aus. Falls ihr es sucht, probiert's aus. Und ja, wäre ich echt dankbar, wenn sie Leute melden und mal sagen, wie euch das geschmeckt hat. Weil, ja, ich bin irgendwie sprachlos, was ich daraus machen soll. Ja, coole Erfahrung. Ja, das genau dafür mache ich diese Videos. Und ja, freue mich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann. Ciao.